Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir haben in der letzten Folge hier das Grundgerüst von unserem neuen Ressourcenlager gebaut. Ressourcenlager 2. Und jetzt kräfte ich erstmal einen Hammer. Den brauchen wir nämlich. So, dann können wir nämlich loslegen zu bauen. Wir müssen gleich auch noch einen Happen essen. Jetzt brauchen wir erstmal Holz. Und was zu essen. Genau, Essen. Lebensmittellager müssen wir auch noch ein neues bauen. Das ist nämlich auch ziemlich voll. Fladenbrot macht sie, sehr schön. Fleisch haben wir noch in Massen. Nehmen wir mal Kohlsuppe mit. So. Dann kann ich dir nämlich jetzt auch schon mal welche von essen. So, und da haben wir noch drei. Tüdüdü. Tüdüdüdü. Und Holz. Ja, ein bisschen zu schwer, aber wir haben keinen so weiten Weg. Das geht klar. Ja, ist ein bisschen wild zusammengewürfelt, unser Dorf hier, aber ich muss gerade bei den großen Gebäuden gucken, wo kann ich sie überhaupt hinbauen. Das ist immer noch so die Frage. Demher bin ich schon froh, wenn wir es einfach gebaut kriegen. Wie gesagt, wenn wir mal neu anfangen, dann machen wir ein besser geplantes Dorf. Wobei die so einfach gewachsenen haben auch ihre Reize, ne? Klar gibt es ein oder andere, was nicht so schön ist, aber das heißt ja nicht, dass es noch werden kann. Wir können ja auch Gebäude bei Gelegenheit mal wieder abreißen und 4 Kilo. 5 geht auch. Also die Leute dann innerhalb des Dorfes umziehen lassen. Das geht ja auch alles. Ressourcenlager, das da. Ja, kann wahrscheinlich auch irgendwann mal weg. Wobei, von da aus kann er auch produzieren. Also, auch wenn das Dorf hier drumrum ist. Also das ist auch nicht das Problem. Sehr schön. Es wird. Muss mal gucken, wie viel wir jetzt noch im Lager haben. Da-da-dam-da-dam. 36 nur noch. Da müssen wir ein paar können wir jetzt noch mitnehmen. Und dann müssen wir aber wirklich auch gucken, dass wir selber wieder fällen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass selber fällen, dass wir Punkte kriegen, ne? Dass wir leveln. Das ist ja auch nicht zu verachten. Das ist Wahnsinn, wie viel Holz in so ein Ressourcenlager reingeht. Wenn ich das mal so sagen darf. Das sind auch... Ich dachte, ich kriege genug. Aber gut. So, dann gehen wir mal... Bäume fällen, ne? Dünnen wir hier noch ein bisschen aus. Hi.
Tadam, tadam, tadam. Macht er. Und wir müssen bald einen Schluck trinken. Ja, Rundholz werden wir jetzt natürlich bei Baranica eine ganze Menge kriegen. Hä? Doch, der ist das. Okay. Sie fällt, aber der Baum bleibt zum Glück stehen. Ich weiß nicht, ob das auch nochmal irgendwann geändert wird. Die Bäume, ob denn auch tatsächlich Bäume fallen, wenn sie fällen. So, Baum fällt. Uah. So, wie viel haben wir? Einen können wir noch. So, zack. Das wollte ich. Hier noch irgendwo Rundholz? Ne. Nur das eine da unten noch. Okay. Oh, da brauchen wir auch noch einen Haufen Bretter. Ganzen Haufen Bretter. So, jetzt haben wir zumindest die Wände gleich fertig. So, sehr schön. Brett und jeweils ein Rundholz. Oh. Bretter und Rundhölzer. Also drei Rundhölzer brauchen wir hier noch. Und... drei hier. Drei und drei. Also sechs Rundhölzer brauchen wir noch. Okay. Und dann Bretter. Aber da müssen wir mal gucken, wie viel wir haben. Wie spät haben wir denn schon wieder? 13 Uhr. Okay, weil es wird so dunkel. Jetzt haben wir ja fast versucht, die Lampe rauszuholen. Steht hier ein bisschen komisch. Machen wir mal weg. Oh. Wir haben sehr hoch gefällt. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir den noch weg. Vier, dann haben wir 8. Und ich muss immer noch trinken. Dann hüpfen wir gleich mal rüber zum Bach und nehmen ein Schlückchen. Zwei, drei. So. Dann haben wir den noch. Den noch. Den noch. So, dann sollten wir rundholztechnisch durch sein. Jetzt trinken wir aber gerade einen Schluck. Der ist weiter weg, als ich dachte. Hätten wir auch runtergehen können. Hatte ich irgendwie falsch eingeschätzt von der Entfernung her. Dann gucken wir gleich mal, was wir mal an Brettern haben. Ich weiß gar nicht, ob die groß welche herstellen, die
zwei Holzfäller, die wir haben, oder ob wir das alles auf Brennholz gemünzt haben. Das kann auch sein. Will ich nicht ausschließen. Sehr gut möglich. Aber finden wir raus. Zumindest brauchen wir nur 6 Bretter pro Ding und nicht wie bei den Häusern 12. Das hilft auch. So, Bretter. Haben wir schlicht und ergreifend überhaupt keine? Okay. 387 Brennholz, das ist okay. Ja, da müssen wir Bretter machen, ne? Brauchen wir nochmal Rundholz. Dann gucken wir mal, dass wir da noch ein bisschen was kriegen. Baumfeld. Halt, wo willst denn du hin? Vier Rundhölzer. Du. Ich könnte natürlich alle Bäume einfach fällen, aber ich will das optisch auch ein bisschen schön halten. Deswegen dünne ich hier nur aus. Für die, die sich wundern, warum ich hier so wählerisch bin bei den Bäumen. Einfach eine Frage der Optik. So. Ist das eigentlich hier oben? Ist auch relativ eben, ne? Hier könnte man theoretisch auch nochmal hin und, also hier oben könnte man auch noch Häuser bauen. Und wir haben ja schon ordentliche Größe von dem Dorf. Dafür, dass wir noch im ersten Jahr sind. Oh, das war dumm von mir. So muss das gehen. Ja, wir sind noch im ersten Jahr. Wir haben jetzt den ersten Winter. Davon auch ersten Viertel der Zeit rum. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber, ja, freut mich, dass wir schon so viele Bewohner gefunden haben in dem ersten Jahr jetzt. Und das ist natürlich der Vorteil, dass ich jetzt so viele Tage gewählt habe pro Jahreszeit. Weil da kann man natürlich auch ordentlich was schaffen. Und alles an Quests und so sammeln. Ja, und wir haben natürlich jetzt auch den großen Vorteil, wir haben schon die isolierten Häuser überall. Also das war echt, also von dem her ist die lange Jahreszeit echt gut. Klar, es geht natürlich entsprechend langsam voran. Das ist dann der Nachteil. Gut, dass wir noch einen Hammer haben. So, 4 Bretter. Und nochmal 4 Bretter. 8 brauchen wir noch, okay. Also einen Baum müssen wir noch fällen, einen großen, der dann 4 Rundhölzer ergibt. Fichten gaben die 3 oder 4? Ich
weiß es gerade gar nicht. Sehen wir jetzt. Einmal, zweimal, dreimal. Drei gaben sie. Frage beantwortet. Der Ahorn, der hätte viel gegeben. Na gut, haben wir noch ein paar Rundhölzer übrig. Schadet ja auch nie. Eins, zwei, drei, vier. Und dann machen wir, na, können wir eigentlich alle zu Brettern verarbeiten. Bretter werden wir auch immer wieder brauchen. Und dann können wir das fertigstellen. Doch, das freut mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir so weit gekommen sind schon mit unserem Dorf, dass das schon so groß ist. Auch wenn wir natürlich entsprechend die Leute jetzt versorgen müssen, ne? Aber insgesamt finde ich, sieht das ganz gut aus. Muss mal gucken, ob wir das Essenslager 2 auch herstellen können. Dann würden wir das direkt hinterher bauen. So. 1, 2, 3, 4. Ach so. Okay. Oder so. Sehr schön. Wir haben das große nächste Ressourcenlager. Jetzt haben wir 3000 Kilo Platz. Ja, jetzt können wir wieder ordentlich sammeln. Eisenspitzhacke. Da habe ich aber noch zwei, genau, passt. Weil die eine hat nur noch 4%. Sollte ich vielleicht nochmal eine mit ins Inventar nehmen. Dass wir da eine Reserve haben. Hölzerne Schaufel, hölzerne Hammer. Steinpfeile. Können wir gerade nochmal wieder zurücktun, den Bogen auch. Steinmesser können wir auch noch eins hier reintun. Ne, beide sogar. Wunderbar. So, wie spät haben wir es denn? 17.25 Uhr. Könnte ich eigentlich gerade mal 10 Rundholz holen. Und gucken, dass wir das nächste Ressourcenlager oder das Lebensmittellager noch zumindest mal platzieren. Vielleicht können wir das hier irgendwo hin machen. Gucken wir mal. So neben die Schmiede. Oder machen wir das hier neben die Häuser? Ginge auch, ne? Da haben wir das mitten im Dorf. Das wäre auch kein Fehler. Gebäude, Speicher, Lebensmittellager 2 fehlt uns leider noch. Ja, müssen wir nochmal einen Einser bauen. Gibt Hindernisse. Jetzt gibt es keine Hindernisse mehr. Sehr gut. Stock und Rundhölzer. Tum, tum, tum. Stöcke haben wir ja zum Glück auch genug. Da oben brauchen wir wieder Stroh, ne? Ja. Stroh. So, dann haben wir... eins, zwei, drei... vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Rundhölzer ungefähr. Oh, ihr macht alle Feierabend. Acht Rundhölzer und dann Stroh brauchen wir natürlich noch. Was habe ich denn hier alles? Ach so, die ganzen
8 Rundhölzer und Stroh brauchen wir. So. Oh, wir sind ein Hauch zu schwer. Ist jetzt aber nicht so tragisch. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Wahrscheinlich habe ich mich verzählt, aber egal. Oder habe irgendwas... Den habe ich hier, glaube ich, übersehen. Ja, den habe ich übersehen. Aber kein Drama. Kein Drama. So, müssen wir mal kurz verschnaufen. Die da oben brauchen wir auch noch, ne? 4 Rundhölzer. Okay. Vier Rundhölzer ist ein Wort. Also da 4, da 2 macht ein 6, 7. Sechs, sieben. Elf. Und hier dann 12. Hm. 12, 13. 13 Rundhölzer noch. Das machen wir aber am nächsten Tag dann. Jetzt ist nämlich dunkel und dann wird es doch Zeit, dass wir heimgehen zu unserem Schatzi. Wollen uns hier ja nicht zu Tode arbeiten, ne? Guten Abend, mein Schatz. Ja, abends, hat sie, ist, abends wird das Kind unsichtbar. Interessante Anwandlung. Aber wir gehen jetzt erstmal pennen und arbeiten am nächsten Tag weiter. Wir haben ja noch genug Tage übrig. Guten Morgen, meine Süße. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter. Ah, ne, sie mag die Kälte nicht. Vergiss es. So, Heidalebora. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Das Erschaffen ist meine Leidenschaft. Ich liebe meine Arbeit. Andere sollten sich ein Beispiel an mir nehmen. Und wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Mir geht es blendend. Gut zu wissen, dass Leute an mich denken. Hi, Gerwin. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es? Hast du Klatsch und Tratsch gehört? Oh ja, viel. Willst du ein bisschen irgendwann mit mir, willst du irgendwann ein bisschen mit mir reden? Ja, Klatsch und Tratsch. So. Die zwei unterhalten sich auch. Dubrova. Hast du einen Moment Zeit? Bin in die Jagd eingestiegen. Du musst noch eine Menge lernen. Okay. Schönes Wetter. Sie hasst die Kälte. Okay. Entschuldigung. Hast du einen Moment Zeit? Was sagst du zu der Kälte? Wie originell. Okay. Findet er nicht so originell, wenn ich nach dem Wetter frage? Gut. Ist halt so. So, dann haben wir nochmal zwei. Der Herr mit der Weihnachtsmütze. Samboja, hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter. Wie originell. Okay. Hält sie auch nicht viel von. Wilhelm, hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Okay. Moment Zeit. Magst du was über den Adligen? Ja, Aussehen ist nicht alles. Albreda, hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter? Sie hasst die Kälte. Okay. Ja, sie hasst die Kälte. Walbert. Dann können wir jetzt mal... Wir müssen gleich noch was essen. Das machen wir aber, wenn wir das Lebensmittellager fertig haben. Das Stroh können wir wieder wegtun. Die können wir auch wegtun. Stöcke auch. Federn auch. Und die Bretter ebenfalls. So, wir brauchen... Was waren das? 14, 15 Rundholz, irgendwie sowas. Irgendwie sowas.
Hallo? Ach du Schande, das ist sogar noch mal mehr als ich dachte. Da müssen wir auf jeden Fall noch welche selber fällen. Das sehe ich schon. Definitiv. So, da brauchen wir noch 3 und dann noch 4. Das heißt, 7 brauchen wir noch. 7 Rundholz. Dann gehen wir gerade mal rüber auf die andere Bachseite. Kann ich mir gleich noch einen Schluck trinken. Dann können wir hier noch ein bisschen ausdünnen. So, dass das nicht zu kahl wirkt alles. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Wildschwein muss jetzt nicht zwingend sein. Liegt hier nicht noch irgendwo eins rum, ne? Ne. Ah, nehmen wir das Wildschwein mit. So. Haben wir auch ein bisschen was für die Jagdskills getan. Müssen wir nur kurz gucken, dass wir uns gleich wieder heilen. So. Und dann können wir wieder in Richtung Dorf marschieren. Und noch die Hütte, das Lebensmittellager fertig machen. Und da haben wir. Ich habe doch Essen dabei, ich dumme Nuss. Hab ich doch dabei. Was mache ich denn da so rum? Ach, da müssen wir hin. Traumhafter Wintertag. Und dann können wir jetzt nochmal wieder nach Dings gehen und gucken, dass wir... Dann nehme ich vielleicht Pfeil und Bogen mit, dass wir noch den Alvin vielleicht schlagen können. Das müssen wir ja auch noch machen. So, passt. Lebensmittellager ist fertig. Da haben wir dann jetzt auch 1000 Kilo Platz. Dann können die auch wieder ordentlich arbeiten, unsere Leute. So, dann nehme ich vielleicht gerade mal Pfeil und Bogen noch wieder mit. Ein paar Steinpfeile. So, dann können wir gucken, was wir noch verkaufen können, ne? Quests haben wir auch noch zu lösen. Können wir vielleicht nach Denika mal gehen? Wäre auch noch eine Idee, ne? So, wie sieht's hier aus? Kupfermesser haben wir noch 1, Steinmesser haben wir noch 2. Wir haben aber keine Äxte mehr. Dann machen wir noch ein paar. Ein paar Steinäxte. Machen wir mal 5 Stück.
dass die auf jeden Fall die noch als Reserve dann haben. Sicher ist sicher, weil sonst produzieren sie kein Brennholz und das wollen wir nicht riskieren. Oder ich will das nicht riskieren. Das wäre nämlich doof. Wenn wir eins brauchen, dann ist das Brennholz. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.